Willkommen zurück zu Banner of the Maid. Jetzt haben wir eine Nebenschlacht gemacht, eine Free Battle, zumindest angefangen zusammen. Die habe ich auch erfolgreich zu Ende bringen können. Wir gucken jetzt mal ganz kurz, was mit diesem Püppchen es auf sich hat und wem wir das am besten equippen sollten. Vielleicht ja ihr. Ich gehe mal davon aus, es ist ein Accessoire, ja? Puppet Cat. Armor plus 1, Moral Increase plus 6. Okay, das könnte man jedem anderen auch geben. Dann braucht sie es nicht so dringend. Ehrlich gesagt, ist das ziemlich gut. Es ist halt plus 1 Armor und mehr Moral Gain. Das ist eigentlich für Moral ziemlich gut. Er kann das gebrauchen. Hat aber noch die ganz gleiche Armor wie vorher. Ne, Quatsch, das war vorher. Ne, das war vorher Armor, ne? Ja, genau. Aber hat jetzt noch mehr Moral Increase und das ist ganz gut für ihn. Damit er öfter Heroic Attacks machen kann. Dann gebe ich ihr einfach die alte Rüstung von ihm. Da hat sie trotzdem noch ein dickes Upgrade bekommen. Und dann sind wir auch bereit für das nächste Kapitel, denke ich. Ich finde das gut trainiert, würde ich sagen. Ne? Sie ist so Level 11. Sie ist sogar noch höher als Pauline. So lächerlich, wie viel Erfahrung die einfach nur schluckt. Vielleicht so, dass sie auch noch 20% mehr kriegt. Oh, mir fällt gerade ein. Wir könnten sie schon promoten übrigens, ne? Was interessant ist. Aber ich glaube, wir können bis Level 15 warten, oder? Wir müssen eh bis Level 15 warten. Okay. Mir fällt aber ein, sie hatte doch einen neuen Skill gelernt. Und den könnten wir jetzt eigentlich nicht mehr mitnehmen. Jetzt ist die Frage, möchte ich einen der anderen Skills dafür rausnehmen? Da ist er, was sie weniger Schaden in Kartellerie nimmt. Die Sache ist, ich finde tatsächlich, sie braucht keinen Heroic Spirit, ne? Weil du mit ihr häufiger mal die Inspiration nutzt, aber nicht unbedingt ihren Heroic. Ich mach's mal so. Klar kann jetzt den Poppes retten, ne? Aber mal gucken. Gut, dann speichern wir nochmal und dann geht es auf ins nächste Kapitel. Wir sollten ja Prinzess Theresia eskortieren, was ich anhand des Titels noch ganz gut weiß. Zur Kirche. Escort Battles, wir wissen, die werden meistens besonders tough. Mal schauen. Kapitel 9, Prinzess Theresia. In order to escort Princess Therese to the... Schön, dass das hier so geschrieben, da so geschrieben wird. To the Notre Dame, you must move across the crowded downtown, but something feels wrong in the city today. In the streets of Paris. Oh, honorable knight, so noble, so brave, so honest, so wise. Please take me to the flower field in the far distance with your war horse. Madame Royale, if you can't stay on the horse quietly, I can only ask you to dismount. And I'm not some noble knight, just an ordinary soldier. Shama? But you're riding a horse, are you not? 没错. As you said. And you're holding a sword that is used to vanquish evil and bears your family emblem. Are you not? This is indeed an heirloom blade for my family, and I indeed have the ideal of punishing evils. Then how could you not be the knight in the books? Lord Knight, please allow me to travel by your side. And I want to see the characters in the book, like the magician, the centaur, and the prince blessed by a fairy. Charlotte, turns out, the cavalry guard that the queen had mentioned is you. Paulina Bonaparte. Pauline Bonaparte, it's been a long time since we parted at the École Militaire. Well, you stayed with Marquise de Lafayette. De Lafayette, mein Gott, Lafayette. Oh Mann, Alter. De Lafayette, de Boba Fett, sagst du? Marquis de Boba Fett. That makes sense. When we were at the École Militaire, you always said that you wanted to join the Fliance. Charlotte Corneille, also a classmate of mine in the École Militaire. She's the oldest one amongst my friends and often took care of us like we were sisters. I wanted to join Marquis Lafayette's army, yes. I did say that in the École Militaire. What's wrong? Charlotte's reaction seems a bit cold. The medal and the banner, I know. You are the maid of Toulon. My mother often tells me stories about you. And you must be Princess Therese. Why are you riding double with Charlotte? The knights, the maid, all characters needed for a legendary story are gathered. What about me then? What is my character? The arrogant noble? Or the kidnapped princess?
Your Royal Highness, if you're kidnapped, Paris will be in total mess. That's right, Lady Knight. I have a hunch that there are conspirational tricks and sinister villains waiting for us in the neighborhood ahead. Then why are we going that way? Pauline, as you can see, the Madame Royale is somewhat similar to that of Eugene. You're best at dealing with that crazy girl, so do something. Okay, egal was ich mache, es ist für die Royale, okay. Make up a story to persuade her. Try to reason with her. Wir finden lieber eine Geschichte. Ich glaube, mit Vernunft kommen wir da nicht weiter. Your Royal Highness, please allow me to take the liberty to explain this to you. There are indeed evil beings ahead, and by evil I mean not ordinary street gangsters. It's the evil that has been enemies of us maids for generations. The mastermind that lurks behind all the conspiracies in Paris. Mastermind? Behind all the conspiracies? Could it be? The evil that summons demonic dragons and holds the cursed gem of foreseeing, the bad wizard. Bad, nicht the evil wizard, the bad wizard. Wow. And I, along with the honorable knight here, are going to apprehend him, but only the descendants of the royal family can lure him out of the dark, so it's necessary for you, Madame Royale, to cooperate with us. Does it sound too ridiculous? The princess definitely won't be fooled by this one. Oh, doch. I see, Pau, no, Lady Pucelle. Since it's for the catching of the bad wizard, just tell me what to do, anything. If you want my hair or ribbons for rituals of sacrifice, what kind of wizard would sacrifice these? What? Alright, please follow me to the wizard's lair. Reese will follow Pauline's command. Hätte sie das nicht, wenn ich das andere ausgewählt hätte? Stell mal vor. Vielleicht wäre sie dann von dem Computer gesteuert geworden. Jetzt kann ich sie selber steuern. Das wäre aber ein Riesenvorteil. Weil sonst wäre sie wahrscheinlich immer in Gefahr reingerannt, ne? I wanted to say it for a long time now that you actually like to fool around with others. Charlotte joined your army. Oh, sogar unsere Army beigetreten. Das heißt, sie bleibt dauerhaft, ne? Schon wieder eine Reiterin? Ist sie eine Husarin oder noch eine Dragonerin? Ich denke mal eher eine Husarin, weil wir haben ja schon zwei Dragoner, oder? Escort Therese to the designated area and defeat all enemies. Pauline or Therese is defeated. Are defeated, aber okay. Wobei, was soll's. Egal. Explore. Find a way to open the chest locked behind the door. Oh Gott. The route from the top of Notre Dame is shorter, but you might encounter an ambush. Even if you eliminate all enemies, you can see you must always protect the princess until she arrives at the cathedral. Princess Therese's guards can also attack enemies. Be sure to make them useful. There seems to be some supplies locked behind the door below. If you can't open the door, you may need help from someone. Was soll immer das heißen soll. Okay, ja, ich dachte schon, dass es diese Map sein wird. Was auch immer Hilfe bei someone bedeuten soll. Es könnte sein, dass es irgendwie ein Punkt gibt, wo man drauflaufen muss, damit jemand mit einem spricht. Aber... Nee, sie ist immer noch kommen. Ich dachte, sie hört auf meine Befehle. Mist. Ärgerlich. Nee, sie ist ein Husar, dachte ich mir. Gut, macht mehr Sinn. Hier sind ehrlich gesagt nicht viele von diesen Skirmishern. Ich sehe nur einen gerade. Und natürlich die Bandits. Ich weiß nicht, was ich mit der Hilfe meinen, die befinden sollen. Und ich habe auch keine Lust, mich jetzt wegen wahnsinnig zu machen. Also werde ich die Challenges mal wieder ein bisschen mehr an die Seite stellen. Weil sie mir dann echt egal werden. Aber wir brauchen eigentlich nicht großartig Husaren mitzunehmen. Ich bin der Meinung, ein Husar reicht völlig aus. Wir können besser hier Desahir mitnehmen. Dann wird Dragon gegen Dragon. Das gewinnen die auf jeden Fall. Wenn die hinterher rücken, ist es gefährlich, aber das ist okay, sehen wir dann ja. Wir könnten ja auch noch einen Verdrissen hinstellen, ne? Aber ich glaube, hier brauchen wir so dringend keinen. Aber irgendwann brauchen wir da auch einen. Geh du mal bitte weiter nach hinten. Du bist immer noch der Heiler. Ist immer ärgerlich, dass ich Pauline nicht bewegen kann, aber gut. Ist in Ordnung. Bin ich damit zufrieden?
Die Gegner sind Level 7. Ich könnte natürlich auch diese Runde Adelaide mitnehmen, damit sie auch ein bisschen trainieren. Ich sollte auch um die Artillerie weiter trainieren, ne? Die habe ich schon ewig nicht mitgenommen. Ja, ich nehme die Artillerie mit. Wir haben nur eine Artillerie und ich will, dass sie trainiert wird. Ich mag Artillerie. Machen wir es so. It's Paris. Why are the Royalists and Bandits here? Das ist nicht das erste Mal, ne? This must be the group of enemies who had fled from the port. Donna! They're lining up in formation. Do they want to start a fight here? Lady Pucelle, I'm yours to command. Your Royal Highness, please stay with your guards and followers. Understood. The princess is protected by her own royal guards, and we are to do our best to clear the way to the cathedral. Ah doch, ich kann sie jetzt bewegen. Okay. Ich frage mich, ob die andere Entscheidung dazu geführt hätte, dass sie aus eigener Faust rumgelaufen wäre. Ich bin so froh, dass wir jetzt selber mit ihr steuern können. Sie ist übrigens nur Level 5, also sie kann sich zwar wehren, aber wir sollten vorsichtig sein. So, du kommst bis hier. Das heißt, ich kann eigentlich erstmal die erste Runde volle Möhre auf euch zuchargen. Ich muss diese Frucht bei ihr verkaufen, ne? Das ist ganz wichtig. Schön. Nicht notwendig, aber schön. Vermute mal, der Gegner fokussiert sie. Das heißt, er wird wahrscheinlich gleich versuchen vorbeizureiten, aber er kommt auch da nicht allzu weit. Also mache ich mir jetzt keine allzu großen Sorgen. Abgesehen davon ist sie mit Rifles ausgestattet. Nee, sie ist ein Skirmisher, ne? Ja, okay, trotzdem. Ist okay. Hier treffen wir nicht, ne? Doch. Das ist okay. Es ist viel zu lange her, dass ich Artillerie dabei hatte. Ich bin froh, welche dabei zu haben. Also, du bist jetzt hier stehen und schützt sie. Mhm. Du machst dich schon mal bereit, hier zu stehen. Die beiden zu intercepten, sobald sie näher kommen. Du gehst schon mal mit hier gleich, wenn die Heilerin sich hier ein bisschen bewegt, ein bisschen Support gibt. Gut. Ja, dich nehmen wir auch mit für die Bandits, falls sie irgendwelche spawnen sollten, man weiß ja nie. Und für die, die halt hier stehen. So, und Pauline übernimmt so ein bisschen die Rückendeckung. So. Ja, die kämpfen so gegen uns. Okay, soll mal rechts sein. Das macht es leichter da unten. Wo Qing Jian Bing! Shaba! Artillery Protection hat auch gelernt. Sehr gut. Ich habe jetzt noch einen Slot frei dafür gehabt. Das ist gleich drin. Und sehr, sehr begrüßenswert. Definitiv. Ich könnte mir vorstellen, dass die Tür mit dem Typen hier zusammenhängt. I smell treasure in the air.
Wenn du das nicht aufhebst und verschwindest, wäre das ziemlich mies. Da wäre ich nämlich nie rechtzeitig hingekommen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er uns helfen kann. Keine Ahnung. Du bist eine experimentelle Moskete, das macht ihn gefährlich. Nein. Nass, oder? So, länger hier zu bleiben macht keinen Sinn, weil wir haben eh kaum eine gute Chance gegen diese Typen. Also gehen wir wieder hoch mit ihr. Die werden wieder aufholen können, sie der Reiter, kein Thema. Man sieht halt schon, das Training in den Free Battles hat sich ausgezahlt. Wir sind jetzt ein bisschen überlevelt. Aber hey. Habe ich mir verdient, ja? Ja, das habe ich mir verdient. Den können sie, glaube ich, auch killen. Auch wenn sie im Nachteil ist. Also geh okay, du mal rüber und kill den hier. Was du nicht ganz schaffst. Ja. Ist okay. Engraved Saber. Saber with high hit chance. Damage plus 1. Also einfach höhere hit chance und mehr Damage. Das ist nur besser als das Standard-Kavallerie. Aber ist es das nächstbeste oder ist es ein besonderes? Ist das Sternchen einfach nur, dass das nächstbessere ist? Oder ist es wirklich eine besondere Waffe für sie? Aber wahrscheinlich wäre das nächste Saber auch viel besser, wenn ich es einmal hätte. Ich hoffe, wir kriegen es bald mal. So, sie muss nur treffen. Wenn sie nicht trifft, wird es fatal. Also sie wird ja schon treffen, oder? Gut. Ja, Heilreichweite mit ihm reichen wir halt nicht. Ist aber auch okay. So schlecht geht's ihm noch nicht und er wird ja nur besser, wenn es ihm schlechter geht. Du bist dahin. Wir stellen uns vor dich. Man, wir haben ja keine Zeit gehabt, oder? Keine Zeitbegrenzung. Dann spiele ich ja eigentlich nichts dagegen, zu versuchen, wenigstens rauszufinden, wie man die Tür öffnet, oder? Aber ich guck nochmal nach gleich eben. Aber sicher bin ich mir jetzt gerade nicht. Nee, solange keiner von beiden besiegt wird, ist alles gut. Ich frage mich, ob hier noch Verstärkung kommt, weil bisher finde ich diese Schlacht vergleichsweise einfach. Ich will jetzt nicht darum bitten, dass Verstärkung kommt, so nicht. Es wundert mich nur etwas. Set, bitte. Ich bin da, dass die Wege. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Gute Arbeit. 战友皆要互相扶持，一起上吧。 请下命令吧，我相信你的判断。 Muss ein bisschen die Range von ihm hier checken. Na, alles cool, super. 都准备好了吗？ Auch sie kann ruhig zurennen, wenn er möchte. 那边的是什么？从来没。下令吧。 Soll ich noch in die Mitte vorrücken oder soll ich die erstmal ignorieren? Ach komm. Am Ende ist es Erfahrung. Sie halten die nächste Runde sowieso ein bisschen mit ihrer Dauerheilung, also kann ich besser jemanden inspirieren. Das ist sinnvoller.
Genau das wollte ich von dir. Dankeschön. The intelligence provided by that guy is correct. The princess is really coming this way. Let's go. Grab the princess and get out of here. Ah ja, Verstärkung. Ich dachte mir sowas, ne? Okay, sie hat gleich einen Buff bekommen, warum auch immer. Gut, jetzt haben wir natürlich einiges zu tun. Ich bin froh, dass ich sie wieder nach oben geholt habe hier. Das hier sind alles, naja, stimmt, das sind Skirmisher. Die würden sich doch lohnen, dass man die angreift hier. Ja. Hier ist euer Willkommenskomitee. Destroyed. Wir müssen die Linie eigentlich halten. Hier ist es wichtig, ne? Um sie zu schützen. Ich bin gerade so ein bisschen am Fusseln hier, weil ich gerne die Runde optimal nutzen würde. Aber die Runde optimal nutzen ist ein bisschen risikoreich. Das ist unendlich risikoreich. Nee, Quatsch, man, sie ist ja schwach gegen Reiter. Das wäre sogar dumm. Das wäre nicht nur risikoreich, das wäre dumm. Geh mal ein. Dass ich die beiden nicht austauschen kann. Also die Position zwischen diesen beiden Einheiten nicht tauschen kann. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das würde alles einfacher machen. Aber naja. Dann geh du bitte eins zurück. Du gehst dahin. Ich würde einfach gerne auf den hinten schießen mit der Kanone. So, und dann kannst du hier mein Main-Character halten, was auch sehr wichtig ist. Die darf ja auch nicht besiegt werden. So, und du gehst dann in die Lücke und schützt die Kanone. Ich weiß, der Dragoner hat einen Vorteil gegen dich, aber du musst es irgendwie durchhalten, ne? So, schicke ich jetzt weiter hier runter. Ist ein bisschen Selbstmord, ne? 好了，不要忘了战斗计划。 Naja, komm. Ich will nur ihn anlocken, erstmal komm. 不要冒进，就按预定计划行动。 Also mal gucken, wie das läuft. Könnte ein bisschen auer werden. Das ist mir sehr recht. Schön. 是敌军，开火！ Dann bist du schon mal down. Und wir haben ein bisschen weniger Gegner, die uns gleich von der Seite aus poken können, wenn wir Richtung Kirche laufen. Das ist schon relevant. Ganz gezogen, ne? Es ist gut, dass er das macht, ehrlich gesagt. Weil er ist der Einzige, der an sie rankommt. Das schützt meine Front ein bisschen mehr, dass er die nicht angegriffen hat. Das ist ein Fehler. Super. Läuft klasse. Alles gut.
Ich habe natürlich immer noch nicht daran gedacht, dass ich ihre experimentelle Muskete eine umsetzen muss in der Liste. Oh, was? Nacht wird es jetzt? Macht das nochmal einen Unterschied? Mal gucken. Immer noch sicher, wo ich stehe, das ist gut. Das heißt, ich kann vielleicht noch killen hier. Eine Heroic, mich ein bisschen heilen. Sieht es da unten auch wieder super aus. Ich will mal speichern, ne? Es läuft bisher ganz gut. Und wenn ich jetzt unvorsichtig bin und ich speichere, dann muss ich nachher viel wiederholen. Weil ich will ein bisschen was riskieren wollen, die nächsten Runden. So. Heroic Reload. When you initiate a heroic attack, you can act again after the battle. This effect can only trigger 2 times in a single mission. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Also ein kompletter Act, das heißt Bewegung plus nochmal angreifen. Wow. Sie wird immer besser, ehrlich gesagt, und immer geiler. So, Charlotte, du kannst ein bisschen Erfahrung gebrauchen, theoretisch, ne? Gönn dir. Geh mal hier hin. Heil sie mal eben voll. Auch hier hätte wahrscheinlich der Passiv viel gereicht. Hätte vielleicht mehr Moral stärken sollen, aber egal. Ist schon okay. Halt, wir sollten sie dir nicht so alleine stehen lassen, ne? Obwohl der Gegner sich bisher, wenn er auftaucht, nicht direkt bewegen darf, was ich übrigens sehr fair und anständig finde. Können sich viele Spiele eine Scheibe abschneiden. Ich hasse es nicht, wenn Gegner spawnen und sich in derselben Runde, wo sie gespawnt sind, bewegen können. Weil sie spawnen aus dem Nichts und bewegen sich dann auch noch. Und wenn du das nicht vorher schon wusstest, dann ist das ziemlich unfair. Ich frage mich, ob da noch mehr kommt. Bis dahin. Du bist dahin. Kann ich sie nämlich genau zwischenstellen? Komm jetzt zurück zu uns. Erstmal. Ich will dich nicht gegen den Skirmisher kämpfen lassen. Das geht nur ins Auge. Ja, das ist super, danke. Marschier in dein Verderben oder reite in dein Verderben, ehrlich gesagt. Ja, da wir wie gesagt keinen Runden-Counter haben, oder irgendwas, was irgendwie knapp werden könnte. Guck ich mal, ob er derjenige ist, den wir besiegen müssen, ne? Könnte ja sein. Bisschen nachhallen hier.
谨遵吩咐。侦查就交给你了，去看看吧，小云雀。不要冒进，就按预定计划行动。别担心，我会完成任务的。Bin noch ein bisschen Heilung. Das war kein Fehler, war mein Freund. Ist gerade vor mir. Kein Feuer. 找到敌人了，攻击。Du bringst mir keinen Key. Es könnte auch sein, dass der Key in der Schatztruhe da liegt. Das heißt, die Schatztruhe ist nur der Key. 好的，我准备好了。Das gucken wir mal als nächstes nach. 战场可不是闲聊的地方。Nein, das ist ein spezielles Brot, ein Croissant. Das ist wahrscheinlich die bessere Heilung, ne? Wo bekommen wir denn bitte den Schlüssel her? Es könnte also sein, dass er irgendwo auf einem Feld ist, ne? Das wäre halt super nervig. Weil ich kann ja nicht jedes dumme Feld jetzt abgrasen. Also, ich werde nochmal alle Gegner töten, die wir bis einfach können. Da spricht nicht viel gegen. Ich kann sie sozusagen in meinen Reichweite stehen lassen. Zusammen mit ihr. Aber die beiden dürfen nicht sterben, da kann sie beschützen. Und dann gucken wir mal, ob wir noch rausfinden können, wie man das Tor öffnet. Dass sie Moralszeit machen können. Das ist ein Fail von mir. Egal. Nicht sonderlich schlimm. Wie kommst du? Ist da gut. Kann ich von hier aus runterschießen? Nein. Okay. Okay. Dann lock ihn mal an. Die Truppe muss folgen. Er kommt nicht? Doch, okay. Wollte gerade sagen. Seine Chance ein bisschen was zu leisten. Da muss er doch nach vorne kommen. Genau in meine Reiterfront. Gib mal bei denen und füll mal ihre Moral auf, damit wir ihre Inspiration nutzen können, weil die ist nämlich kartenweit nützlich. Lass dich auch mal hier stehen. Brauche ich da auch nicht, brauche dich da nicht, ne? Also kannst du eigentlich hier stehen bleiben. Okay. Ich dachte, wir wären schon dran. Dem war wohl nicht so. Das war ein bisschen dämlich, die Kanone dazu in Gefahr zu bringen, aber ich denke mal nicht, dass der Typ alleine die Kanone mit einem Angriff zerstören kann. Das würde mich schon sehr überraschen. Konnte aber fast. Mit einem HP hat sie ihn überlebt. Alter Schwede. Unangenehm. Wenn ich das mal so sagen darf. Äußerst unangenehm. Hau ihn weg. Kannst du nicht. Der muss echt dringend trainiert werden, ne? Ich merke das schon. Egal. Cosette ist auch da. Die kann das erledigen. Mach ich ein Heroic für die extra Erfahrung. 100% Trefferchance, gut. Alle, gebt euch Kraft! Wir werden
so viel Damage, ey. Wow. Sin Sun Fünfu. Wenn du den Roric tötest, würdest du dich wieder heilen. Das würde mir wohl gefallen. Jensen, jung niemand der Jungjung, zu tode Sengli ba! Schön. Erste Heilung, zweite Heilung. Super. Bitte sei sicher, ich werde es schaffen. Gut, nicht vergessen, den Kampfplan. Da ist uns der Disadvantage egal. Heroic plus Charge Bonus. Hau rein. Bautsch die Sicht! Quen Jun Jubei! Zum Fu! Energie in den Rest, bitte. So, nur noch du und deine Tür da unten. Hast du das wäre der Witz, wenn er den Key hat, ne? Er steht einfach vor. Aber das glaube ich irgendwie, das wäre fast schon zu simpel. Nein, nicht verloren. Das heißt also wirklich, dass es hier irgendwo ein Feld gibt, auf das man draufgehen muss, um den Key zu finden, wa? Du glaubst ja wohl selber nicht, dass ich jetzt jedes Feld in dieser dusseligen Map ablaufe, nur um rauszufinden, wo sich dieser Key befindet. Vor allem, weil die jeweiligen Teils hier auch keine Tipps geben, wo es vielleicht sein könnte. Ich glaube, mir ist es mir doch ein bisschen zu abenteuerlich dann. Kann natürlich sein, dass es irgendwo im Stand ist oder so, ne? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich schone dir meine Nerven. Und unser aller Zeit. Und gehe gleich durch. Ich warte noch eine Runde. Ich will jetzt einmal vors Tor laufen. Weil vielleicht passiert hier irgendwas, wenn ich vors Tor laufe. Das schaffe ich erst nächste Runde, weil keiner da gerade rankommt. Oder ist es schon das Tor hier? Ne, ich glaube nicht, deswegen. Angreifen kann ich es auch nicht, ne? Ne. Wir warten noch eine Runde. Wenn irgendwas passiert, dann okay. Aber ich habe das Gefühl, das könnte wirklich sein, dass ich hier exakt den Punkt finden muss, wo der Schlüssel liegt. Und das könnte halt überall sein. Ja, da passiert nichts. Ne. Lassen wir das. Gehen durch. Oh. Philipp? Okay, with the chaos we've caused in this district, I guess no civilian would dare to come close. They have chosen to attack downtown, apparently using the common focus cover. Too bad I lost Ernestine. If she was here, I wouldn't be involved with these people. Anyway, let's do our job first. I didn't expect that I would come to Paris in this way. Otherwise, I could have surely expected a romantic relationship with some beautiful woman here. Es ist eine neue Bedingung, dass wir die besiegen müssen. And defeat all enemies. Okay. Es ist natürlich ein bisschen blöd, dass die jetzt so spawnen. Weil ich natürlich alle hier unten rumstehen habe jetzt, ne? Also nicht alle, aber... Ein Großteil meiner Truppe ist unten. Und er freut sich auch nicht bester Gesundheit. Ich könnte jetzt einen Kanonenschuss da rein dönern, aber das Problem ist, das wäre eh nicht tödlich und er hält auch noch einiges aus. Ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist einfach einbunkern jetzt hier. Die Gegner kommen lassen. Aber
Aber dann, wenn wir mal einen Gegner mit Gesicht, der auch wieder relevant sein könnte, ne? Ähnlich wie Heinrich damals, der bestimmt auch immer wiederkommen wird. So, du deckst bitte sie ab. Nächste Runde können wir auch inspirieren. Du machst hier zu, dass keiner durchrennt. Und dann geht's los, gleich die nächste Runde inspirieren wir schön und dann hauen wir rein. Reingemacht. Schön. Bei 69% für mich nicht selbstverständlich. Was ist das denn jetzt hier? Das Herz gebrochen? Nee. Bitte was? Oh, der Charmingers. Keine Ahnung, was das für ein Debuff ist. Kann ich das irgendwo sehen? Oh, ist jetzt Special Red dabei übrigens. Jetzt ja aufgehoben, klar. Okay, das Charm macht minus Attacke 4, das ist heftig. Hit hard. Your Chase Attacks and no damage. Ne, das ist ihre Fähigkeit. Was sind Chase Attacks? Ich weiß immer noch nicht, was Chase Attacks sind. Das Gefühl, das Spiel hat mir das nicht beigebracht oder ich habe nicht aufgepasst. Aber ich glaube eher. So, jetzt erstmal den Inspire. So, seht ihr Gott sei Dank ein bisschen Reichweite. Der ist down. Besser du blockst einen Angriff als sie, ehrlich gesagt. Du kannst es eher blocken. Du bist ein hohes Level. Und du darfst theoretisch auch besiegt werden. Ich intercepte entweder den jetzt hier. Oder ich greife ihn an. Wenn ich ihn besiegen kann, wäre es natürlich sinnvoll, ihn anzugreifen. Kann ich aber nicht. Und er wird uns platt machen. Okay. Er macht uns so oder so platt. Der ist extrem stark, ne? Er wird wahrscheinlich jetzt einen Kill schaffen. Aber wir dürfen ja einfrieren, solange sie es nicht ist. Und sie es nicht ist. Ich gehe davon aus, er kann keinen von den beiden one-shotten. An sie kommt er nämlich nicht ran. Und sie ist klassentechnisch ihm überlegen. Also greifen wir lieber ihn an und hoffen, dass er nicht auch noch einmischt. Gott, nimmst du viel Eigenschaden. Das ist nicht gut. Aber komm, hau rein. Ist der Dieber wahrscheinlich gerade, ne? Obwohl es eigentlich nur Tankenkraft gesenkt hat. Bleib schön da stehen. Er ist übrigens der erste, den wir sehen, ne? Der Briten ist und gerade eine Rifle hat. Oh, ist das interessant. Wer fehlt denn jetzt noch? Ach ja. Wie konnte ich Cosette vergessen? So, hoffe mal, dass jetzt nicht irgendwas Schlimmes passiert. Schön. Die Arme wird helfen bei dir. So, das hoffen wir mal. Ja gut, er macht sie platt, das ist in Ordnung. Er steht aber zweimal in. Er schafft's nicht, geil. Selbst ein zweiter Angriff reicht nicht. Cool. Wow, 气势不错. Gongji! Mit einem HP, du. Nice. Niemanden verloren. Oh, er hat Ranged Combat sogar mit seiner Rifle. Impressive. Berittene Ranged Units ist natürlich geil, ne? Du kannst bis da hinten schießen. Wie das denn? Der hätte ja mehr Range als normalerweise Ranged haben. Das heißt, das sind Sniper auf dem Pferd. Das ist frech. Okay, da gehen wir noch einen weiter weg. Okay, jetzt haben wir ihn aber.
Oder ist das was mit seiner Fähigkeit zu tun, die er gerade aktiviert hat? Ne? Dass er irgendwie, wenn er jemanden angreift, danach eine hohe Range hat zum Kontern. Das ist trotzdem eine ziemlich krasse Geschichte. Aber sie kann ihn killen, wenn sie ihn trifft. Sie machen wir erstmal noch einen Heroic hier. Dann sieht nämlich auch noch einen Heroic. Die overpowerte Musikantin ist ja schon Level 12. Dann hau ihn mal weg. It seems that our princess kidnapping mission has failed. Probably for the best. This work isn't my cup of tea. Next we just retreat and wait at a scheduled location. Okay. Oh, wir haben das Rapier von ihm bekommen. Das hat er nämlich ausgerüstet, habe ich gesehen. Nice. Ohne Verluste durchgekommen. Schönes Gefecht. Keine Ahnung, wo der Schlüssel sein soll. Soll mir auch egal sein. Vielleicht hätte man da sogar die Prinzessin hinschicken müssen, dass sie irgendwie Schlösser knacken kann oder so. Weil es hieß ja immer, dass wir die Hilfe von jemandem brauchen. Ich wüsste nicht, von wem sonst. Wobei ich irgendwie glaube, dass es was mit dem Banditen zu tun hat, der da gestanden hat und gesagt hat, ich rieche Schätze. Hätte ich vielleicht warten müssen, in Ruhe lassen müssen, bis er von sich aus irgendwann dahin geht? Ja, keine Ahnung, mir soll es egal sein, auch ganz ehrlich. In the streets of Paris. How's the situation on the streets? Most of the people were evacuated under the guidance of the cavalry. But the incident happened so sudden that there were still many injured and killed. These bastards. Specifically chose to ambush us downtown. They wanted to take the public as their cover. If that mercenary didn't make such obvious moves in the first place, the public might not even have had the opportunity to evacuate, and the casualties would have been even worse. Huh? Did he do it intentionally? Nivernay? Never mind. However, since the enemies have shown up outright in Paris, it seems that the assassination attempts have already begun. Innocent citizens of Paris died because of me? Why didn't anyone come to save them? Where are the knights? The noble knights are long gone, your royal highness. There is now only the executioner who stands superior and slaughters the people. Oh. In any case, this crew of enemies has been eliminated. I don't know how many of them are still lurking in Paris, and if they hire bandits as before, it will be even more troublesome. This is very weird, Pauline. The enemy drove straight into France, too effortlessly, as if walking in their own backyard. Indeed. They have avoided inspections and entered the urban areas of Paris without alerting anyone. That was way too easy. Pauline, they must have used some unusual methods. Do you have any ideas? I can only guess that. Someone among these enemies holds the power of the maids. It makes sense, but the power of the maids is but a legend that we've heard of. Without more information, I don't think we can figure out what to do next. Comte de Mirabeau and the secret treasure of the royal family. Ach stimmt, wir haben auch dieses komische Notizbuch gefunden, ne? Das sollte ich auch jemanden geben, der das vielleicht entziffern kann. Vielleicht ist es ja Comte de Mirabeau, dem ich das geben müssen. What? I think Comte de Mirabeau might know something. And since the queen was the one who recommended female students to enter the École Militaire, she may also know something. This is urgent, ladies. Can we find out where the queen and Comte de Mirabeau are now? That we already know. They will both be participating in the hot air balloon celebration held at the École Militaire and the Charm de Mars tonight. Because the battle of the front line has not been as intense lately, Marquis de Lafayette and General Rose will also participate. Then let's delay no longer. We must find them before the celebration begins. Charm de Mars. Mademoiselle Charlotte? By completing the task of escorting Therese to safety, your reputation with the royalists has increased by 100.
Und Upgrade bei den Royalists. Da sind wir wirklich am meisten nach vorne gepusht, ne? Ich würde langsam aber echt gerne mal bei dem gemeinen Volk steigen, weil wir brauchen echt diese besseren Säbel. Unlock a large number of items that you can purchase, bla bla bla, und mehr Rewards für Quests. 50% wieder, sehr gut. Kapitel 10, Dance of Conspiracy. Und die Folge ist viel zu lang geworden. Ich gucke gerade erst auf die Folgenlänge. Boah. Ist das doof. Ja, was soll man machen, dieses Spiel. Ich habe dafür die letzte Folge kürzer gemacht. Wir beenden die Folge jetzt hier, es passt gerade sehr gut. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.